Moslem sei es verboten, so schildert der Aussteiger Barzum, Christen oder Juden als Freunde zu haben. Diese Islamseminare haben großen Zulauf, manchmal bis zu 500 Teilnehmer. Hat und geht raus, liest im Koran, was die Regeln sind, was alles zum Dschihad dazugehört und geht raus und implementiert es einfach. Nach seinem Eintritt in den Islam ließ sich Barino 3 Jahre lang mit der Kamera begleiten. Den sogenannten Ungläubigen draußen. In der Moschee sucht und findet er Kontakt zu einer fundamentalistischen Gruppe. Also, dass für Allah zu sterben, das Größte ist, was einem Mensch passieren kann, darüber besteht kein Zweifel. Diejenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden, nehmen auch die höchste Stellung im Paradies ein. Das ist auch nicht zu diskutieren, das ist ganz klar. Gewalt gegen Andersgläubige. Im Jahr 2006 deponieren junge Männer aus dem Umfeld der Abu Bakr Moschee schwarze Köln. Doch die Bomben explodieren nicht. Ohne zu zögern rechtfertigt Barino die Kofferbombentäter, bewusst vor laufender Kamera. Was die Kofferbombe angeht, die tun mir ein bisschen leid, weil sie versuchen einfach so die Religion so auszuleben, wie sie die Religion verstanden haben, und fürchten eben nicht die Ungläubigen, sondern versuchen einfach mit allen Mitteln den Islam siegreich dastehen zu lassen. Ob sie am Ende Erfolg haben oder nicht, steht ja auf einem anderen Blatt. Natürlich werden sie keinen Erfolg haben, wenn sie in kleinen Gruppen vorgehen. Aber wenn sie sich zusammenschließen und wenn die gesamte islamische Gemeinde einmal ein Wort, eine Stimme hätte, dann würde es auch Erfolg geben. Nach Ausstrahlung des Films wird Barino in den Medien als tickende Zeitbombe bezeichnet. Einzelheiten der Religion. Er ist Gelehrter, Islamgelehrter. Ja? Aber wir haben zusammen auch den Koran gelesen, weißt du noch? Also wir haben einfach willkürlich die Seite aufgeschlagen und auf jeder Seite konnte ich sagen, meine Güte, ist das möglich, ist das möglich. Ich habe die Leute, wenn sie denn mal irgendwie ja ins Wanken gekommen sind oder nicht ins Wanken gekommen sind, aber einfach nicht mit vollem Leib und Herz und Seele dabei waren, dass ich dann versucht habe, sie zu einen und sie zusammenzubringen, um eben gemeinsam eine Stimme sprechen zu können, um eben gemeinsam dann solche Aktionen zu planen und durchzuführen. Und jetzt gehst du raus. Und jetzt gehe ich raus, richtig.
Vom Fenster ihrer Synagoge aus sehen sie auf das Grab der Patriarchen. Abraham, sagen die Siedler, habe ihnen dieses Land für alle Ewigkeit erworben. Wenn Hebron nicht den Juden gehöre, welchen Anspruch hätten sie dann auf Tel Aviv? To kiss my ass, okay? Go away. Screw you. Okay? Let's go away. Screw you, Nazi. You fuck. Yo, Jesus, we're proud of you. Where are you? You and the Palestinians. You Nazis. Nazi. Everyone you are. This is my house. This is my land. God gave it to me. And fuck you. Der Präsident George Bush hat selbst von einem Kreuzzug gesprochen. Und es gibt eine wachsende Schar rechter Fundamentalisten in den höchsten Regierungskreisen, die das Ganze als heiligen Krieg gegen den Islam betrachten. Es geht nicht um Osama bin Laden. Der Feind steht im Reich des Spirituellen. Darunter, ja, nein, darunter Mohammeds Geburtstag und das Opferfest. Ist denn alles das, was heutzutage eine Religion genannt wird, auch wirklich eine Religion? In Erfurt hat sich ein Pfarrer im Ruhestand selbst verbrannt. Im Abschiedsbrief an seine Frau schrieb er von seiner Sorge um die Ausbreitung des Islam in Deutschland. Wenn die Medien voll sind, und zwar möglichst von denen, die sich gegen den Islam richten oder ihn in Kritik stellen, immer dann treten komischerweise mehr Menschen zum Islam über als üblich. Früher hieß das Spiel Kanacken raus und kam aus der Unterschicht. Heute heißt das Islamkritik und kommt von ganz oben. Und dann noch eine Prise Zwangsheirat und eine Prise Ehrenmord. Und dann haben wir den bösen Moslem gebacken, einen Feind zugeschaut und mitgegraut. Al-Qaida hat 5000 westliche Zivilisten ermordet in 20 Jahren. Aber der amerikanische Präsident hat im Irak nicht 5000 Zivilisten getötet, er hat mehrere hunderttausend Zivilisten getötet. Problem unserer Zeit ist die Gewalttätigkeit einiger westlicher Länder. Es ist ein Fakt, dass das islamische Wirtschaftssystem das einzige weltweit ist, das nicht von der amerikanischen Immobilienkrise betroffen ist. Wenn es dort einen Zusammenbruch gibt, sind Sie die Einzigen, die das überleben werden. Öldürmeye gelince sizi öldürmeyi çok iyi bilirim. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Aber das eigentliche Problem liegt bei den Israelis. Es liegt darin, dass dort der Frieden nicht gewollt ist, der Friedensprozess nicht eingeleitet worden ist und wir hier eine Macht haben, die trotz Waffenstillstand in den letzten Monaten die Menschen hat nahezu verhungern lassen. Dabei ist es eine Tatsache, dass die Religion des Islam alles andere ist als ein Quell der Gewalt und der Unterdrückung. Wir möchten Sie heute mitnehmen auf eine Reise zurück in die Zeit der Kreuzzüge. Damals waren es übrigens wir, die christlichen Europäer, die im Namen Gottes für Gewalt und Krieg sorgten. Und wir waren es auch, die den größten Wissensdiebstahl aller Zeiten einleiteten. Und es ist schon erstaunlich, dass selbst heute in unseren Schulen kaum gelehrt wird, was wir der arabischen Kultur alles zu verdanken haben.